Ich lese mal einen Text über die Tatsache, dass es auch immer eine andere Art von Wissenschaft und Kritik gegeben hat. Und ich nannte diesen Text Ansichten einer künftigen Wissenschaft oder Fruchtzwerge der Revolte. Nur zu rasch sollte sich bewahrheiten, was 1872 der gewiss konservative Schweizer Historiker Jakob Burckhardt aus der politischen wie intellektuellen Distanz zum deutschen Reichspatriotismus spöttisch voraussagte. Die deutsche Historikerzunft hat nach der Reichsgründung tatsächlich die ganze Weltgeschichte von Adam an siegesdeutsch angestrichen und auf 1871 orientiert. Das ist ein Zitat von Immanuel Geiss von 1974. Zuerst erinnern wir uns an ein Buch, welches die Motivation beim Studium der Literatur und der Geschichte stärkte. Dessen Anlass war die Fritz-Fischer-Kontroverse, eigentlich der erste Historikerstreit der Bundesrepublik. Darum geht es im Anschluss. Auch eine Folge dieser Diskussion um die deutsche Kriegsschuld am Ersten Weltkrieg war der Aufbruch der Wissenschaften zur Gesellschaftskritik zu Zeiten der Studentenbewegung. Heute aber ist es schwer, die damals künftige Wissenschaft, welche ja heute gegenwärtig sein müsste, in der Verlagspraxis auszumachen. Wie mag das zugegangen sein? Erstens, andere Ansichten. In meiner derzeitigen Arbeit im Lektorat eines Wissenschaftsverlages ist es mir widerfahren, dass ich mit einer Projektidee zur Methodologie der Geschichtswissenschaft, die mir unterbreitet wurde, alleine blieb. Wohl deshalb, weil ich in meinem großen Interesse bekundenden Antwortschreiben unter anderem auf das Buch Ansichten einer künftigen Geschichtswissenschaft verwiesen habe, welches Modell stehen könne, so habe ich formuliert, für ein neues Bedenken der Aufgaben, die kritischer Sozialwissenschaft überhaupt heute und morgen zukommen. Ich freute mich also auf eine Diskussion, die jedoch auf sich warten ließ und schließlich ausblieb. Habe ich etwas falsch gemacht? Jedenfalls, ich zwang mich zur Relektüre auch der zwei Bände, die 1974 im Karl-Hanser-Verlag zuerst, dann in einer durchgesehenen Ausgabe 1980 im Verlag Ullstein erschienen sind. Und da wurde manches klar. Wahrscheinlich hat allein schon die Nennung des Titels an etwas gerührt, was wirklich eine Wunde in der Historiografie der BRD war und wohl noch ist. Kritische Wissenschaft gilt, wenn nicht wie im günstigen Fall als schmerzhafter Stachel im Fleisch des Objektivismus, dann gleich als gleichsam fachfremd und ehrenrührig, als Politik eben. Ganz verschwiegen dabei nur noch das eigentliche Ziel, die wirkliche Bestimmung des akademischen Geistesbetriebs. Das nämlich Emanzipation befördernde Kritik mit wissenschaftlichen Mitteln erst die Wahrheit historisch-kritischen Forschens ausmacht. Der Totalitarismus einer auf Wahrheit verpflichteten Gesellschaftskritik ist wahrscheinlich nicht so totalitär,
wie die repressive Toleranz einer Wissenschaftsgemeinschaft, die im Bekenntnis zum Methodenpluralismus ihre Arbeit im Ethos des ist ja doch alles egal Konsens differenzierend definiert. Ihr Zweck ist Selbstgenügsamkeit und Ausgrenzung, während jene noch einen selbstgestellten Auftrag erinnert. Ausgang aus falsch verstandener Mündigkeit. Die Rekonstruktion der Vergangenheit kann nicht ohne die Reflexion auf eine Gesellschaft stattfinden, welche sich gerade dazu entschließt, in die Zukunft zu marschieren, ohne der Opfer ihrer Vergangenheit, ihrer Vorgeschichte eingedenk zu sein. Die Ansichten einer neuen Wissenschaft, die vor 20 Jahren angestrebt wurde, also geschrieben ist der Text Mitte der 90er, sind wert, neu ins Bewusstsein gerufen zu werden. Sie verdeutlichen zudem manche Stagnation und zeigen nicht zuletzt das 20 Jahre Fortschreiten des Kalenders durchaus mit Rückschritten im Geiste gekoppelt sein kann. Doch davon später, wenn es um die Wiederkehr der historischen Methode geht, der Hintergrundideologie eines sich als objektiv missverstehenden Historismus, ja, so hieß das damals. Also, ich blättere in Büchern, welche den Herausgebern und Autoren Ehre machen, die sie selbst wohl heute nach hier und da differenziert wissen wollen. Jedenfalls, der erste Band hat den Untertitel Kritik, Theorie, Methode. Der zweite befasst sich mit Revolution, ein historischer Längsschnitt. Also gerade Themen aus der Ferne, an welchen die Kids heute schlechterdings desinteressiert scheinen, wie mein Freund Michael Tischer mir die universitäre Lage brieflich hinformuliert hat. Dabei hatte dieser Aufbruch damals der Wissenschaft in der Studentenbewegung ja rückkoppelte als Produktivkraft. Durchaus gesellschaftliche Wirksamkeit, vor allem, wenn man ihn mit Positionen vergleicht, die in der Historikerdebatte des vergangenen Jahrzehnts ihren unsäglichen Ausdruck fanden. Aber es ist wohl richtig gewertet, wenn man in der Phase der Bildungsreform unter sozialliberalem Stern gerade mal die Modernisierung des Adenauerstaates auf westeuropäisches Normalniveau in Sein und Bewusstsein gutschreibt. Liest man nach, wo sich kritische Wissenschaft heute befinden sollte, so kommt man nicht umhin zu zitieren, dass auch diese Geschichte allemal dasselbe war, nämlich Vorgeschichte einer Utopie. Deren Mittel sind auch also heute noch dieselben. Bloß weiß man kaum mehr, was noch alles versäumt werden will, um nur so weiterzumachen wie bisher. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Kritik, auf die Mittel zur Emanzipation, weil ja der fast gänzliche Ausfall eines utopischen Horizonts, einer Geschichtsphilosophie, einer Erlösungshoffnung, deren gegenwärtige Arbeit in Produktion und Rezeption affiziert. Wie behindert ist eine Kritik, die sich kaum noch wirklich um die Sache, um die Durchdringung ihres Gegenstandes kümmern kann, da sie ständig ihr Ziel, ihren Zweck vergegenwärtigen muss? Verkrüppelt Erkenntnisproduktion, wenn es notwendig wird, rasend an Utopie zu erinnern? Wie es Reinhard Götz in den letzten Jahren des Anything Goes getan hat. Und wenn es notwendig wird, in aller Eile diese und jene Erinnerung zu bewahren, wie es eben Reinhard Götz ein Jahrzehnt lang getan hat, die von der Gleichgültigkeit der Gegenwart unterspült wird.
Sicher, dasselbe muss immer wieder neu befragt und gesagt werden. Aber die Bedingungen des Fragens und Sagens ändern sich. Immer größer wird das Gebirge der Vernichtung. Immer tiefer fallen wir in den Berg der Vorgeschichte. Das sind Standortveränderungen, die bekannt sind und doch etwas ausmachen, so am Programm der Aufklärung festgehalten wird. Ich habe nun nicht vor, das angesprochene Buch hier zu referieren, möchte aber doch sagen, dass es, ebenso wie der Titel Ansichten einer künftigen Germanistik, wesentlich die Argumentation initiiert hat, die ich nun gegen aktuelle Tendenzen richten will. Gegen Tendenzen, die auch im Programmteil Geschichte und Politik des Verlages, bei dem ich angestellt bin, immer gegenwärtig waren und nun auf neue Weise Platz greifen. Gleich kommt der zweite Teil. Geduld.